Willkommen zurück bei Sky Sport News HD. Die U21-Nationalmannschaft hat Spaß gemacht beim Turnier vor 2 Jahren, als sie den Titel geholt haben bei der Europameisterschaft. In Italien haben sie in knapp 3 Monaten die Möglichkeit, diese Trophäe zu verteidigen. In Düsseldorf bereitet sich die Mannschaft von Stefan Kunz derzeit auf 2 anstehende Testspiele gegen Frankreich und England vor. Und dabei gibt es Debütanten zu begrüßen, zum Beispiel Torhüter Florian Müller, den Erzgebirge Aue-Stürmer Emanuel Ioha und auch Lukas Mecher aus der 2. englischen Liga. 20 Jahre ist er alt, stürmt aktuell für Preston North End und wurde völlig überraschend nominiert, denn bis dato durchlief er eigentlich alle englischen Jugendnationalmannschaften, bis der DFB einen Eilantrag auf einen Verbandswechsel gestellt hat. Das einzige Problem ist allerdings, dass die nötige Spielgenehmigung der FIFA noch aussteht und eventuell muss er das Match vor allen Dingen gegen die Engländer, was so emotional für ihn wäre, von der Tribüne aus verfolgen. Eine Standortbestimmung wird es für Stefan Kunz, bevor es in die ganz konkrete EM-Vorbereitung geht. Und deswegen die EM ist im Hinterkopf. Die Beobachtung war natürlich sehr intensiv in den letzten Wochen. Der Kontakt zu den Jungs war sehr hoch. Und ja, jetzt ist man immer froh, wenn es mal zu Hause rausgeht und mal hier auf dem Platz wieder. Wie sehen Sie die Perspektive im Spiel gegen Frankreich? Wird das die härtere Nuss noch als vielleicht England? Also auswärts auf der Insel in England vor ausverkauftem Haus zu spielen, ist schon auch eine Challenge. Und die Franzosen mit den vielen in der Bundesliga ausgewählten jungen Spielern ist natürlich auch eine Herausforderung. Beide Spiele sind cool, sind geil. Für Sie vor Ort ist unser Reporter Jesko von Eichmann, der auch das Interview mit Stefan Kunz geführt hat und nun beim Abschlusstraining von den DFB-Junioren ist. Ja, wie würdest du in derzeitigen Status quo Chancen einschätzen, dass sie den Titel verteidigen? Was macht die Truppe für einen Eindruck auf dich, Jesko? Also bisher hat sie einen ganz guten Eindruck gemacht. Gestern gab es eine Trainingseinheit, das war noch in Düsseldorf. Ich gehe mal einen Schritt zur Seite, dann können wir auf die aktuelle Trainingseinheit gucken. Wir sind jetzt in Essen im Stadion an der Hafenstraße von Rot-Weiß Essen. Also wirklich eine ganz eine Traditionsstätte, genau wie das gestern das Paul-Janis-Stadion in Düsseldorf. Also die Jungen suhlen sich in Tradition. Ob sie diese Tradition dann auch in Klasse ummünzen können und tatsächlich im Sommer ihren Titel verteidigen, das ist halt die große Frage. Wie gut ist diese Mannschaft? Wie gut ist der deutsche Nachwuchs? Das sind ja so Fragen, die in den letzten Tagen, Wochen immer wieder gestellt wurden. Diese Mannschaft hat mit Sicherheit Qualität, hat Spieler, die bei Borussia Dortmund, wie zum Beispiel Mo Dahoud oder auch AS Monaco, wie Benny Henrich spielen. Aber es gibt halt eben auch welche von kleineren Vereinen. Und das hat sich ein bisschen durchgezogen durch dieses Team, weil halt auch viele in die A-Nationalelf gewechselt. Ich glaube, 8 Spieler sind in der A-Nationalelf, die noch hier spielen könnten. Und das merkt diese Mannschaft natürlich auch. Da werden einige zurückkommen. Maximilian Eggestein zum Beispiel, der ist eigentlich ganz fest eingeplant für das Turnier im Sommer, der wird hier unterstützen, bei der U21 dann dabei sein, das ist ganz klar. Aber ansonsten wird wahrscheinlich keiner kommen, um die U21 im Sommer zu verstärken. Und das wird diese Mannschaft merken. Da muss man schauen, wie viel Qualität sie dann wirklich in dieses Turnier im Sommer mitbringen. Worauf legt Stefan Kunz jetzt seinen Fokus in dieser Vorbereitung bei den beiden Testspielen? Ja, der will natürlich ein paar Jungs kennenlernen. Lukas Mecher hast du schon angesprochen, der darf wahrscheinlich noch nicht mitspielen, aber ist ein ganz interessanter junger Mann aus England, spielt bei Preston North End, ist allerdings aus der Akademie von Manchester City gekommen und der soll schon die Zukunft sein in der deutschen Offensive. Ansonsten will Kunz natürlich auch ein bisschen checken, wer ist tatsächlich für den Sommer bereit, wer hat die Qualität, da auch mitzuspielen. Dafür sind diese Spiele, und die hat er sich extra ausgesucht, diese starken Gegner, wenn man noch Italien und die Niederlande aus dem vergangenen Jahr dazu nimmt, hat man sich wirklich so mit die 4 stärksten Nationen rausgesucht, gegen die man spielen kann. Und da will Stefan Kunz, der Trainer, hier natürlich gucken, wie gut seine Jungs auf dem Niveau mithalten können. Du hast eben schon Johannes Eggestein angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht einen kleinen Neidfaktor im Moment hat, denn der große Bruder Maximilian ist ja bei der A-Nationalmannschaft. Gibt es da ein paar Frotzeleien oder vielleicht sogar im Fernduell eine Wette um Tore oder Einsatzminuten? Haben die beiden sich was einfallen lassen oder die Kollegen? Nee, ob sie sich was einfallen lassen haben, weiß ich gar nicht. Aber ich habe gestern mit ihm darüber gesprochen und da hat er mir sehr glaubhaft versichert, dass er sich total freut für seinen großen Bruder und total stolz ist, dass er jetzt in der A-Nationalelf ist und er selber sieht seine Perspektive erstmal tatsächlich hier in der U21, geht damit auch sehr realistisch um. Ich weiß aber, dass die beiden sich SMS bzw. WhatsApp dann wahrscheinlich hin und her schreiben werden und der große Bruder hat sich auch schon gemeldet aus dem Trainingscamp der A-Nationalelf, aber er hat mir nicht verraten wollen, was er denn geschrieben hat.
geschrieben hat. Vielleicht, wie er die Jacke von Leroy Sané fand. Ja, die hat geteilte Meinungen hervorgerufen. Noch ein ernstes Thema zum Abschluss, Jesko. Es kam viel Kritik auf an der Talentförderung im deutschen Fußball. Wie ernstzunehmend ist diese Situation und wie äußern sich auch die direkt Beteiligten? Ja, die nehmen das tatsächlich sehr ernst. Also dieser Jahrgang wäre noch gut. Danach kommt dann eben nicht mehr so richtig viel. Die hier noch spielen könnten, wie zum Beispiel Kai Havertz, der hat das einfach übersprungen. Diese U21 ist direkt zur A-Nationalelf gekommen. Und so die ganz großen Talente, wenn wir selber mal nachdenken, wer kommt da noch? Jan-Fiete Arp ist einer vom Hamburger SV aus den jüngeren Jahrgängen, der mir jetzt ganz spontan einfällt. Großes Talent. Aber ansonsten fehlen da so ein bisschen die Namen. Und das merkt der DFB auch. Das hat Stefan Kunz gestern auch unumwunden zugegeben. Er hat gesagt, sie merken das aber nicht erst seit gestern, auch nicht erst seitdem der DFB bei der WM so schlecht abgeschnitten hat, sondern sie merken das schon länger. Eigentlich seit einem Jahr sind sie da dran, so eine Taskforce zu installieren und jetzt auch in Kooperation mit der Deutschen Fußballliga, um diesem Problem auf den Grund zu gehen. Und da wird es bald auch ein Papier geben, wie man dem entgegensteuern möchte in den nächsten Jahren. Aber das ist natürlich ein Prozess. Wenn man jetzt was anschiebt, dann ist das wahrscheinlich ein Spieler, der in ja, 6, 7, 8 Jahren vielleicht davon profitieren wird. Also das ist natürlich nichts, was uns jetzt, ich sag mal, für die nächste EM oder WM dann wirklich schon weiterhilft. Quo vadis, deutscher Fußball, die große Frage. Vielen Dank und liebe Grüße ans Stadion an der Hafenstraße nach Essen, Jesko von Eichmann. Die Zukunft trainiert aber vor allen Dingen gerade in Essen am Stadion an der Hafenstraße, denn die U21 ist auch in diesen Tagen dran und unser Reporter Jesko von Eichmann ist gerade für Sie vor Ort beim Abschlusstraining der jungen Kicker. Sie haben richtig gut präsentiert vor 2 Jahren, als Sie den EM-Titel geholt haben. Jetzt gibt es 2 Testspiele gegen Frankreich und England. Wie würdest du den Gesamteindruck beschreiben, den die Mannschaft von Stefan Kunz im Moment aussendet? Richtig gut gelaunt. Ich gehe mal einen Schritt zur Seite, da können wir mal drauf gucken. Jetzt haben sie sich alle wieder getrennt, aber gerade haben sie im Kreis an den Händen sich fassend den Ball hochhalten müssen, gegeneinander in ein paar Gruppen und hatten richtig Spaß. Und den vermittelt übrigens auch Stefan Kunz, der Trainer, ist unglaublich locker, unglaublich nett, unglaublich offen. Der vermittelt seinen Spielern wirklich, Jungs, habt Spaß am Fußball, habt Spaß bei der U21. Und das muss ich sagen, also die Stimmung bei der U21 ist richtig gut. Der Eindruck der Qualität, das werden wir uns in den nächsten Minuten hier beim Training und natürlich dann auch beim Spiel gegen Frankreich und England mal angucken, weil das sind dann schon 2 Gegner, die wirklich der Qualität auf den Zahn fühlen. Jetzt gibt es neue Kandidaten auch für Stefan Kunz. Vor allen Dingen einer von ihnen ist Lukas Mecher, ein Mann aus der 2. englischen Liga. Und da buhlt der DFB gerade, um für ihn die Spielberechtigung zu holen bei der FIFA. Hat bislang alle englischen Nationalmannschaften im Juniorenbereich durchlaufen. Warum sind die Deutschen im Moment so heiß auf diesen Mann? Weil er einfach gut ist. Der hat bei Manchester City seine Ausbildung genossen, galt da auch als großes Talent, hat sich dann eben in die 2. englische Liga ausleihen lassen, um sich weiterzuentwickeln. Und der ist in Hamburg geboren, hat also auch einen deutschen Pass. Das ist alles völlig korrekt. Und da hat Stefan Kunz mir auch gestern gesagt, er möchte den einfach mal kennenlernen. Dann ist er hingefahren, hat sich mit ihm unterhalten und er meinte, es wäre ein ganz netter Typ, gutes Elternhaus, auch ein ganz cooler Typ, wie er meinte. Er bringt diese englische Coolness auch ein bisschen mit rein. Und deswegen hat man sich so darum bemüht und man hat ihn natürlich gefragt, hey, du hast alle englischen Nationalteams, U-Nationalteams durchlaufen, hast du denn überhaupt Lust für Deutschland zu spielen? Und da hat er ganz klar gesagt, ja, total, habe ich Lust drauf und deswegen bemüht man sich da jetzt. Allerdings wird es wahrscheinlich für diese Spiele noch nichts werden, also die Spielgenehmigung, da rechnet man so in den nächsten 10 Tagen mit. Ich habe schon gefragt, ob sie hier das Faxgerät angestellt haben in Essen, aber hat er nur gelacht, der Stefan Kunz, und meinte, das brauchen wir nicht, so schnell wird er nicht kommen. Ja, schade, wenn das Duell gegen die Engländer vor allen Dingen wäre höchst emotional für ihn gewesen. Wie ist bei der U21 die große Generalkritik von vielen Experten angekommen, dass die Talentförderung in Deutschland semi-optimal ist? Ja, das sieht Stefan Kunz im Prinzip ganz genauso, wobei er da natürlich auch sagt, hey, vor ein paar Jahren waren es die Engländer, die nach Deutschland gekommen sind und sich das System abgeguckt haben, als wir ein Talent nach dem anderen rausgebracht haben. Und jetzt sind es eben die anderen. Aber man ist da schon dran an diesem Thema und das nicht erst seit der verkorksten WM, sondern eigentlich schon seit einem Jahr, hat Stefan Kunz mir gesagt. Man arbeitet gerade ein Papier aus, wie man dagegen vorgehen möchte und das nicht alleine im DFB, sondern in Hand sozusagen mit der DFL, der Deutschen Fußball.
Fußballliga, dass man eben schaut, wie man wieder deutsche Talente findet, wie man sie besser ausbilden kann, wie man eben auch vielleicht die Ausbildung ein bisschen umstellt. Vielleicht hat man sich auch in den vergangenen Jahren zu sehr an diesen Jogi Löw-Fußball gewöhnt, so der Passspiel über alles, und da hat man vielleicht so ein bisschen dieses Individuelle bei den Kickern vernachlässigt. All das, über das macht man sich Gedanken, fasst das in ein Thesenpapier, und das wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten rauskommen, und da bin ich sehr gespannt, welche Schlüsse der DFB zieht. Ich habe versucht, Stefan Kunz da gestern so ein bisschen drauf festzunageln. Er meint so, das ist ein halbstündiger Vortrag, das kann ich nicht in 15 Sekunden zusammenfassen, und deswegen schauen wir uns dann mal an, wenn es fertig ist. Es gibt ja noch ein ganz interessantes Fernduell, nämlich zwischen den beiden Eggestein-Geschwistern. Der eine ist bei dir bei der U21, der andere gerade bei der A-Nationalmannschaft. Ja, wie stehen die zueinander? Gibt es da ein Neidverhältnis oder haben die da irgendwie schon mal eine kleine Wette auf den Tisch gelegt, über Einsatzminuten geschossene Tore? Da können Brüder ja durchaus kreativ werden. Ja, das glaube ich. Johannes Eggestein, mit dem habe ich gestern kurz gesprochen, der hat sich da nicht in die Karten schauen lassen, hat aber gesagt, dass sie auf jeden Fall zusammen texten und er natürlich da immer mal ganz neugierig nachfragt, wie es bei den Großen, bei der A-Nationalelf ist. Aber von Neid oder sowas, da ist er ganz weit entfernt. Er freut sich total für seinen Bruder, ist selber auch stolz, bei der U21 dabei zu sein. Und ja, ich glaube, die beiden werden sich immer abends mal so schicken, wie der Tag so war, und heute dann auch mal gucken. Wahrscheinlich wird er zuschauen, ob sein großer Bruder dann auch bei der A-Nationalelf mitspielt. Sie werden vielleicht so ein paar Internas mal austauschen. Wie ist denn der Sané so, wenn er nicht die Jacke anhat? Also ich glaube schon, dass die viel texten werden, aber sich da in die Karten schauen hat er sich nicht lassen. Ja, und man muss ja auch dazu sagen, Maxi Eggestein bleibt ein wichtiger Bestandteil auch für das Turnier in Italien in 3 Monaten für die U21. Herzlichen Dank, Jesko von Eichmann. Schöne Grüße nach Essen.